Komm schon. Ich geh mal hier rüber. Ich hatte nicht vor, hier im Sand zu sterben. So, das war's. Nee, Brand vorbei. Das war's. Hallo, liebe Freunde der digitalen Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Folge von GDA Online. Diesmal ohne Max, weil Max hat mir eine Nachricht geschrieben, dass es bei ihm heute nichts wird. Deswegen mache ich mal so ein bisschen Überlebenskampf in GTA. Der Eike ist irgendwie hier mit am Stissel. Ich kann auch mal sagen hier, Schnellstart ist schon an. Wir sagen einfach spielen, wir machen das zu zweit. Und gehen da mal rein. Diese Map, die wir uns jetzt anschauen werden, ist eine Map, die ich früher relativ oft gezockt habe, um Geld zu sammeln. Wenn man hier bis Level 10 kommt, also Welle 10, das ist die letzte Welle, dann kriegt man, ich meine, 30.000. Also das war immer eine gute Sache, um irgendwie ein bisschen Kohle zu machen. Ich könnte mir mal eben noch schnell diese Panzerung aufsammeln. Folgendes passiert hier, man ist in diesem Gebiet, man ist hier eingedrungen. Das ist das Gebiet von so Drogendealern und die finden das nicht ganz so witzig und schicken natürlich alle ihre Jungs auf ein. Im Grunde geht es nur darum, hier auszuharren und so ein bisschen Schießstand zu machen. Eike ist schon fleißig dabei und hat schon mehr als die Hälfte weggesäbelt. Der reißt das hier im Alleingang, habe ich das Gefühl. Gucken, ob ich ihn noch irgendwie unterstützen kann. Okay. Wahrscheinlich null Tötungen für mich. Ja. Und Eike hat alle platt gemacht. Ich gehe mal hier rüber. Und gehe mal an diese Stelle hier. Kurz eben meine Waffen checken, was hier so eingestellt ist. Das sieht alles gut aus. Ich bleibe noch bei der AP-Pistole. Eigentlich ein bisschen unnatürlich, diese Pistole. Aber Mike ist da drüben. Habe ich jemanden auf meiner Seite hier? Ein Gegner? Gehen wir wieder dahinter. Oh, da habe ich was gesehen. Ja. Das war ein Auto-Aim. Nicht wundern, ich spiele mit Controller. Ich weiß nicht, nach welchen Kriterien das Spiel Auto-Aim macht und nach welchen nicht. Wahrscheinlich, wenn man einen Controller hat, generell immer Auto-Aim. Ich kann auch, das ist auch ganz nice, rübergehen auf die Maus. Dann habe ich keinen Auto-Aim. Bleib an der Position, an der ich bin. Und versteck mich hier weiter hinter. Gucken, ob das geht, ob wir das hinkriegen mit der Maus. Jetzt bin ich in der Maus drin. Auch ganz nett. Gehen einen Tick zur Seite. So, das gefällt mir eher. Ja, oder so. Dann bin ich genau dahinter. Eike ist gestorben. Okay, jetzt bin ich wieder auf Auto-Aim. Weil ich den Controller benutze. Ja, zack. Weg damit. Gehen wir mal wieder auf die Maus rüber. Oh, da kommt eine ganze Horde.
Und da kommen Fahrzeuge. Hi. So, auch wenn auf der Karte das Fahrzeug, was da jetzt noch kommt, hinter mir erstmal angezeigt wird, das muss komplett einmal rumfahren. Das kann nur von da vorne rein fahren in den Schrottplatz. Was hier so an Schrott rumliegt, alte Flugzeuge auch abgefahren. Fly us. Live a little, fly with us. Gucken, ob die die Karre parken und aussteigen oder ob sie die kommen her. So, das war's. Nee, dran vorbei. Das war's. Hey. Dritte Welle. Weiß nicht, was Eike da vorhin gemacht hat, dass es ihn gleich zu Anfang erwischt hat, aber sowas kann passieren. Ist natürlich immer ein Risiko, wenn man das irgendwie zu zweit nur spielt, anstatt zu viert. Zu viert sind die Chancen natürlich höher und es geht zu viert wesentlich schneller. Also die Runden sind wesentlich schneller rum. Ich habe diese Map aber auch schon alleine gezockt. Also auch das geht. Ich ist rübergeklettert. Jetzt nehme ich die Maus. Zieht es sich besser. Ein Helikopter kommt. Da müssen wir uns jetzt drum kümmern. Oh, der ist schon runter. Oh Gott. Das war ein bisschen blöd, aus der Deckung zu latschen. Einer von denen lebt noch, der da. So, von welcher Seite kommen sie? Ich sehe sie noch nicht. Ne, die sind nicht auf meiner Seite, die kommen von der anderen Seite. Und so, oh, hier sehe ich nichts. Da ist der Heli ein bisschen im Weg, aber das geht. Da muss ich aufpassen. Ich habe gerade mit dem Auto-Aim durch den Heli durchgeschossen, läuft. So, das ist nur noch ein Gegner und die Zeit nutze ich, um ein bisschen mich auf den Weg zu machen, um gleich Health aufzusammeln und eine Weste. Gibt's hier Munition? Ja, wir sind voll beladen mit Munition. 14 Sekunden, um wieder in Deckung zu gehen. Irgendwas eingesammelt. Und auf geht's in die nächste Welle. Ah, die sind auf der anderen Seite, war natürlich klar. Hallo. Okay, schnell gelöst die Seite. Da kümmert sich Eike drum. Da kommt ein Fahrzeug. Tschüss. Okay, auf der anderen Seite kommen sie wieder. Ach, jetzt sehe ich die wieder nicht. Da ist einer. Ich habe durch den Heli geschossen. Trotzdem stört mich das mit dem Heli, wenn ich den irgendwie da wegkriegen könnte. Vielleicht erlegt ich das eine Granate. Ja. Dann haben wir ein besseres Schussfeld. Den nicht getroffen oder was?
Ah. Nichts gebracht. Das war gerade Munitionsverschwendung. Und Raketen sind natürlich teuer. Was will er denn? Hallo. Okay, Welle 5 ist gleich gekehrt. Aber wahrscheinlich kommt da noch ein Fahrzeug. Vermute ich mal. Nee. Das war das Fahrzeug. So, dann gehen wir mal wieder einsammeln. Neiger hat ihn gesprengt. So, jetzt taktisch vorgehen, weil... Mal kurz gucken. Eike ist da vorne. Der wird... Ah, Mist, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht diese Weste aufnehmen. Ich wollte sie für Eike überlassen. Aber gut, Eike läuft jetzt irgendwo anders hin. Einfach wegen dem Weg, ne? Eike war halt am weitesten weg von allen Westen. Nächstes Mal machen wir es anders. Ich stand schon zu nah dran an der einen Weste, deswegen hat er die gleich eingesammelt. Andere Seite. Man sieht es auf der Karte. Und da kommen sie. Einer ist da noch. Ach, das ist der. Okay, andere Seite. Stellungswechsel. Von hinten abgeknallt. Dieser Heli stört jetzt... Oh, 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 das war nicht gut. Eike hat sich, glaube ich, um ein Fahrzeug gekümmert. Eike ist bei mir in der Nähe, aber ich sehe ihn nicht. Der ist auf der anderen Seite. Das Fahrzeug ist irgendwo stehen geblieben, bei mir ganz in der Nähe. Die steigen aus und kommen gleich zu mir. Oh, die versuchen mich zu umzingeln. Jetzt mal um das Fahrzeug kümmern. Komm schon. Ich hatte nicht vor, hier im Sand zu sterben. Tschüss. Das war's. Welle 6. Es wird immer schwieriger. Und die Waffen der Gegner werden immer besser. Also die kriegen immer bessere Waffen. Ich muss jetzt laufen. Eike schnappt sich da oben die Weste und ich schnapp sie mir hier unten. Und ich weiß nicht, ob die Zeit reicht, noch ein Medipack aufzunehmen. Ich probiere es einfach. Es ist zu kurz. Okay, jetzt laufen. Laufen im Zweifelsfall. Komm, beweg dich, beweg dich, beweg dich, beweg dich. Sehr gut, Eike. Eike hat da schon mal Stellung bezogen. Da kann ich hier hin und ihm Feuerschutz geben. Eike hält mit einem Großkaliber drauf. So, ich muss mich zurückziehen. Da kommen nämlich Helis. Sehr gut, Eike. Von wo hat er geschossen? Ah, das war aus dem Heli. Da ist noch ein zweiter Heli. Den habe ich noch gar nicht realisiert. Ich muss in Deckung gehen. Und Reagan. Panzerung anziehen. Snacks essen. Und dann können wir uns wieder um den Heli kümmern. Ah, der Heli ist gelandet. Die leben nicht lange. Okay.
will mal gucken, ob es irgendwas gibt an Waffen, was wir... Ja, da ist ein bisschen Munition aufgenommen worden. Ich weiß nicht genau was. Dies haben wir. Maussteuerung. Ein Snack essen und eine Panzerung anziehen. Okay, hier geht's rund. Da kommt jetzt eine ganze Menge auf uns zu. Wer hat da geschossen? Der da. Der hat mir echt meine Panzerung nochmal abgezogen wieder. Das gibt's nicht immer, dass er. Ich achte da nie drauf. Das ist das Problem, wenn man außer Deckung rausgeht. Jetzt weiter zurück. Okay. Ich vermute, Eike wird sich ums Fahrzeug kümmern, was da kommt. Jetzt mal nachladen. Das war Auto-Aim gerade. Das nicht. Der ist noch nicht mal gestorben davon. Oh, da kommen zwei relativ nah an uns ran. Sehr gut. Welle 8. Okay, wir brauchen unbedingt eine Weste. Und dann gehen wir wieder in Deckung und snacken da ein bisschen. Na, kommt schon raus. Also sie befinden sich rechts hinter dem Haus. Ah, da kommt ein Fahrzeug. Nehmen wir mal einen Raketenwerfer. Die schießen schon aus dem Fahrzeug auf mich. Eike hat jetzt die Möglichkeit, am meisten wegzusieben. Ja, ich werde ihn mal unterstützen. Von der Seite aus. Muss aber aufpassen, dass die nicht ums Gebäude rumlatschen. Na, da kommt schon einer. Und ein Fahrzeug. Ich muss zurück in Deckung. Fahrzeug treffe ich von hier aus nicht, es sei denn, ich schaffe es durch das Fenster durch. Nee. Ich habe jetzt einmal Auto-Aim wieder mit im Spiel. Da nicht. Aber schön, wie er geschrien hat. Okay. Wir können raus aus der Deckung. Eike, lass ihn doch noch ein bisschen leben, damit wir uns hier aufmunitionieren können. Ah, ne. Okay. Genau, Eike hat am meisten platt gemacht. Der hatte die Stellung, wo man am meisten draufhalten konnte. Ich schnapp mir hier noch meine Panzerung. Und lauf wieder zurück.
So, und jetzt wird's haarig. Ich glaube, wir sind in der letzten Welle. Ja. Einer ist da noch. Ah, der lag. Kommt ein Heli. Okay, der ist down. Kommt da noch ein Heli? Kann ich normalerweise müssten dann mehr Helis kommen, aber sowas kann immer unterschiedlich sein. Da war doch gerade irgendwas. Also, dass wir den ersten Heli runtergeholt haben, oder dass ich ihn runtergeholt habe, war ein ziemlich guter Schachzug. Weil das Gemeine bei den Helikoptern ist, wenn die dann über dir sind, snipen sie auf dich. Und daraus wird jetzt nichts mehr. Hallo, willkommen. Wir haben es gleich geschafft, würde ich sagen. Da ist noch ein Gegner irgendwo auf der Map und ich versuche mal, solange es geht, noch Munition irgendwie zu erhaschen. Denn wenn man die entsprechende Waffe auch wirklich gekauft hat, behält man die Munition, die man in diesem Game einsammelt, also in so einer Mission. Läuft. Wir haben es geschafft. Leute! Nochmal eben kurz schauen, wie die Punkteverteilung ist. Eike müsste am meisten. Ah, sehen wir hier nicht mehr. 30.000 dafür abgesahnt. Nicht schlecht. Für 20 Minuten Zockerei. Ich gehe in freien Modus. Und Leute, wenn euch das gefallen hat, dann schreibt doch was Nettes in die Kommentare. Wir freuen uns auf euch. Beziehungsweise ich, in dem Fall Max im Geiste. Bis dann. Tschüss.